Ramos, wir könnten uns Ramos zurückholen. Anfrage zu Adrian Ramos, mache ich mal noch schnell. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zur nächsten Folge Trainerkarriere mit der Hertha. Und heute gibt es in der 24. Folge zwei Spiele, aber diese beiden Spiele werde ich simulieren, nämlich gegen Freiburg und gegen Ingolstadt. So dass ich halt in der nächsten Folge im Viertelfinale gegen Leverkusen im Pokal, im DFB-Pokal spielen kann, dann gegen Schalke in der Liga, dann gegen Bayern. Also haben wir auf jeden Fall ein starkes Programm vor uns. Auf jeden Fall habt ihr in der letzten Folge auch mitbekommen, Vedat Ibisevic möchte sich von der Hertha trennen. Er möchte den Verein wechseln und deswegen müssen wir uns umschauen nach einem neuen Stürmer. Und ich habe da schon zwei Kandidaten quasi in meinem Hinterkopf. Einer spielt in der Premier League. Ich weiß nicht, ob wir uns den leisten können. Aber ich habe jetzt so nachgeschaut. Ein junger Spieler muss es ja eigentlich nicht sein, weil Ibisevic war auch nicht jung. Wir haben uns Gray gekauft als quasi neuen Ersatzstürmer. Weil Julian Schieber ist für mich kein Stammstürmer. Der kann ab und zu mal reinkommen als Joker. Aber so einen richtigen Stürmer haben wir jetzt nicht. Und deswegen brauchen wir wieder einen. Und daher habe ich mich einfach mal umgeschaut und bin da auf, Leute, nein, nicht in der La Liga, sondern in der Premier League Uppsala und bin da auf den Herrn Olivier Giroud gestoßen. Er hat ja erst letztens ein Sensationstor gemacht, Leute, seinen, ja, quasi ein Ibra-Tor war das. Leute, kennt ihr das? Natürlich kennt ihr das, hat, denke ich mal, jeder gesehen. Deswegen frage ich einfach mal Olivier Giroud an. Hier steht zwar Wert 21 Millionen, aber vielleicht könnte er ja trotzdem kommen. Das war der erste Spieler. Und den zweiten Spieler, den ich mir so überlegt habe, war in der Bundesliga. Wo war er hier? Ich glaube, etwas weiter unten. Nämlich Anthony Modest, Leute. Der ist auch zwar 28 Jahre alt, auch Franzose. Aber den könnte ich mir ja halt auch leisten. Ich habe circa 10 Millionen und den finde ich halt auch nicht so verkehrt. Ist körperstark, hat gute Werte. Wert 14,5 Millionen und deswegen frage ich ihn auch mal an. Also entweder Giroud oder Modest will ich eigentlich so vorne im Sturm haben. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Weil auf den anderen Positionen fehlt uns ja eigentlich nichts mehr. Im Mittelfeld haben wir Esswein bzw. Mitchell Weiser am rechten Mittelfeld, der ist aber noch verletzt. Lustenberger, Darida, Haraguchi, Alagui als Ersatzspieler, Schellbrett, Kurt. Dann hier auch noch zur Not haben wir Duda. Hegeler kann auch als Sechser spielen. In der Verteidigung haben wir Burg stark, Passlack, Plattenhardt, Mittelstädt als Ersatzspieler, Langkamp, Hegeler, Pekarik. Also eigentlich nur Stürmer fehlt uns. Emre Mor ist halt wie gesagt nur ausgeliehen, aber den lasse ich eigentlich meistens im Mittelfeld spielen, im zentraloffensiven Mittelfeld für Kalou. Aber Kalou muss ja jetzt die nächsten zwei Spiele im Sturm bestreiten, weil wir haben keinen anderen Stürmer. Schieber ist wie gesagt meiner Meinung nach nur Ersatzspieler Joker und deswegen muss Kalou da erstmal im Sturm spielen und Gray unser neuer Spieler im ZOM. Und ihr hört es wahrscheinlich an meiner Stimme, beziehungsweise ihr habt euch auch gefragt, ja, wieso hast du denn die letzten zwei Videos und auch dieses Video nicht mit deinem Greenscreen gedreht, also ohne Facecam? Ja, ihr habt es wahrscheinlich gehört, beziehungsweise ihr hört es vielleicht jetzt auch noch immer noch ein bisschen. Ich bin, beziehungsweise ich war, ja, krank, kann man sagen. Und deswegen hört ihr es auch an meiner Stimme und deswegen habe ich mal die Facecam weggelassen. Hatte ich einfach keine Lust zu gehabt, die noch mit Facecam aufzunehmen, wenn ich krank bin. Ich denke mal, das könnt ihr verstehen. Und hier haben wir jetzt gleich mal eine Nachricht bekommen von Arsenal, von Arsene Wenger. 31,5 Millionen für Olivier Giroud. So viel habe ich nicht und so viel kann ich auch nicht bieten. Ich bin einfach mal ganz frech und biete 10,5 Millionen. Beziehungsweise 10 Millionen mehr habe ich ja gerade nicht. So, mal gucken, was einfach Arsenal sagt, aber ich denke mal, der Traum von Olivier Giroud ist somit geplatzt. 31,5 Millionen. So viel haben wir nicht. Aber wir müssen uns auch mal ein bisschen beeilen, weil so lange ist ja nicht mehr die Transferperiode. Modest 26 Millionen.
Ich biete mal 12. Und wen können wir hier noch? Duda. Ja. Ich glaube, Duda habe ich noch nicht einmal spielen lassen. Ich könnte mich von ihnen verabschieden. Ich probiere es einfach mal. 12 Millionen und Duda. Ich teste es einfach mal. Wichtig für die erste Mannschaft. Modest, Nachricht von Spielern, mein Gehalt. Ja, okay, ich muss noch mit Books übers Gehalt sprechen. Ja, dann mache ich es mal schnell, sonst haut ihr auch noch ab. So, wo mache ich das? Das mache ich bei Verträge. Und der John Anthony Books möchte 35.000 bekommen. Bekommt er gerne. Läuft hier vielleicht noch ein Vertrag aus, wo wir schauen müssen. Ibisevic verlässt den Verein und Alagri verlässt auch den Verein. Okay. Wir simulieren aber erstmal jetzt nach vorne und hoffentlich gewinnen wir gegen Freiburg in der Simulation. Und ihr seht es, zwei Tage nur noch für die Transferperiode. Aber erstmal müssen wir jetzt hier simulieren gegen Freiburg. Ich hoffe, dass wir mindestens unentschieden spielen. Dann haben wir wieder gleich 4 Punkte wie Leverkusen. Freiburg hat verloren, gewonnen und unentschieden gespielt. Und rein geht es in die Partie hier. 10 Minuten sind rum. Dortmund führt gegen Mainz, Wolfsburg führt gegen Augsburg, Bayern führt gegen Bremen und Freiburg führt gegen Hertha. Nein, Pastlak leicht aus in der 34. Spielminute. Sehr schön. Langkamp kommt rein. Haraguchi, jawohl, 1:2, stark Haraguchi, stark Haraguchi. Und wenn ihr bis dato geschaut habt, Leute, schreibt jetzt einfach mal für Genki Haraguchi, Hashtag Haraguchi oder Hashtag Genki unten in die Kommentare. Sehr schön, Haraguchi beschert uns hier die 3 Punkte, stark Haraguchi. Deswegen spielst du auch Stamm bei uns und somit sind wir wieder auf dem ersten Platz und haben von Arsenal, ja, abgelehnt, war zu erwarten. Ich brauche noch einen neuen Stürmer. Origi. Vardy, ja, die sind alle zu teuer. Wir können uns halt keinen Topstar kaufen, wir haben nur 10 Millionen. Und deswegen halt auch ein etwas älterer Spieler, weil die älteren Spieler sind halt nicht so viel wert wie die jüngeren, die halt noch Potenzial haben. Schauen wir mal. Gomez, aber der wird nicht kommen, weil er erst gewechselt ist. Ramos, wir könnten uns Ramos zurückholen. Anfrage zu Adrian Ramos, mache ich mal noch schnell. Strohengel, aber die anderen interessieren mich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Schnell nochmal in der Premier League. Didier Bobadilla, nee, Andy Carroll. Andy Carroll. Einfach mal eine Anfrage. Ist auch so ein großer Spieler wie Ibisevic. So ein ähnlicher Spielertyp in meinen Augen. Llorente, Negredo, Okazaki. Ach komm, einer von diesen dreien wird doch jetzt kommen. Modest, Carroll oder wer war es noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ramos natürlich. Adrian Ramos wäre natürlich geil, wenn wir den zurückholen können. Jetzt fehlt hier ein Spieler. Gray. Hier macht mal durchsetzen. Zack und Pastlak. Bekommt die 70? Fragezeichen. Nein, bekommt er nicht. Nächstes Mal aber. Die 70er Bewertung und nur noch 2 Tage gibt es die Transferperiode. Transferangebot für Donnarumma lehne ich aber ab und künftige untersagen. Donnarumma ist bei uns einfach der Stammkeeper. Der wird auch immer da drin bleiben. Inakzeptabel. Ramos. 8 Millionen. Leute, Ramos kehrt zurück.
auch eventuell ein bisschen weniger, also mache ich mal 6 Millionen. Oh yeah, Adrian Ramos kehrt zurück. Adrian Ramos, wegen des neuen Vertrags. Ich werde meinen Vertrag erfüllen und dann weiterziehen. Nee, 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 Brooks. Du wirst da definitiv bei uns bleiben. Dann bekommst du halt noch mehr Geld. Aber das werden wir nächstes Jahr sehen. Er hat ja noch einen Vertrag von über einem Jahr. Bulgarien, Karol, 11 Millionen. Donnarumma. Blablabla. Aber von Ramos kam hier noch nichts. Also müssten wir weiter simulieren. Wäre natürlich geil, wenn wir Ramos zurückbekommen. Thiago zu Liverpool. Bojan zu West Ham. 9 Stunden noch akzeptiert. Jawollo. Adrian Ramos. Adrian Ramos ist definitiv ein wichtiger Stammspieler. Wird ja bei uns Stamm spielen im Sturm. Vor Kalou. Kalou geht dann wieder eine Position zurück ins ZOM. Also ich bin mit dem Transfer zufrieden. Klar, ist nicht der jüngste Spieler, aber mit 10 Millionen kann man auch nicht solche Topstars kaufen, Leute. Man muss ja auch mitbedenken, es ist eine Karriere mit Hertha und nicht mit Bayern oder so. Zack, annehmen. Oh yeah. Adrian Ramos ist back. Lewandowski in die Premier League für 86,5 Millionen. Was ist hier los? Aber erstmal ist er schon da. Da ist er doch. 78er Bewertung ist in Ordnung. So, aber Gray kommt auf die Ersatzbank für Alagui. Der wird ja eh den Verein verlassen. Genauso wie Ibisevic, du kleiner Lümmel. Speichern. Und dann würde ich sagen, machen wir natürlich noch die andere Partie gegen Ingolstadt. Leute, was ist eigentlich in der Premier League los? Das ist genauso wie in echt hier. Schaut euch das an. Man U kauft Lewandowski für 86, Chelsea kauft Sokrates für 45, Liverpool kauft Thiago für 38. Mann. Letzte Frist für Transfers abgelaufen und ich bin mehr als zufrieden mit Ramos. Und jetzt schnell noch weiter simulieren bis nach Ingolstadt. Heimspiel im Olympiastadion und das werde ich auch simulieren. Und ich hoffe, dass da Ramos gleich mal zuschlagen kann. Ingolstadt hat die letzten drei Partien verloren, also leichtes Spiel für uns? Fragezeichen, ich hoffe mal. 15:30, die typische Bundesliga-Anstoßzeit und Kalou erzielt gleich mal das 1:0 in der fünften Spielminute. 5 Minuten später Esswein mit der gelben Karte. Darida erhöht zum 2:0. Und, wie geht's weiter? Aber ich denke mal, die 3 Punkte haben wir sicher. Schieber kommt rein. Schellbrett erhöht. 3:0. Jawolski, wir ziehen hier Ingolstadt so richtig ab. Und so kann es natürlich bleiben. 3:0. 3 Punkte mitgenommen. Ramos leider nicht getroffen, aber ich hoffe mal dann in der nächsten Partie, wenn ich denn wieder alleine spiele und nicht simuliere, nämlich gegen Leverkusen im DFB-Pokal Viertelfinale. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wir checken noch ganz kurz die Nachrichten ab, Pressekonferenz, bla 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 bla. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssi.